der neue Kracher fürs Büro. Okay, ich habe einen Plan. Wir legen den Topflappen hier auf den Boden und wenn die Schlange danach schnappt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Auf die Schlangenhände. Eischön. Senf und Ketchup. Ja, die Schlange blutet. Wir haben sie verwundet. Okay, ich habe einen Plan. Wir knistern mit dem Papier. Wenn die Schlange dann erschrickt und ihre Mülleimer vor die Tür stellt, laufen wir hinter ihrem Rücken in die Wohnung und schlagen die Tür hinter uns zu. Okay, los geht's. Die muss taub sein. Vor allem das Papierknistern. Papier knistert doch eigentlich eher so. Captain Unbrauchbar, was hast du für Erfahrungen mit Schlangenfang? In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Und dazu noch die... Lecker, ich falle jedes Mal wieder drauf rein. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen in Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Kannst du auch Himbeeren nehmen. Oder Daubeeren. Oder Stachelbeeren. Oder Erdbeeren. Oder Maulbeeren. Oder Saubeeren. Oder Vogelbeeren. Oder Dreckbeeren. Pieks. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange. Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Ach, warum? Ach, das ist schön, so eine Witzkette. Ich glaube, da müssen wir in Zukunft immer bei Harvey zuerst mal anfangen. Pieks. Huch. Wo war denn der Zehennagel verschwunden? Oh. Lanzuf. Geil. Okay, ich habe einen Plan. Du wirfst deinen Fußnagel in die Luft. Wenn die Schlange danach schnappt, greife ich sie mir beim Hals und erwürge sie. Beim Hals? Oh, ach so, vergiss es. Aus dem Erwürg mal eine Würgeschlange. Das will ich sehen, Harvey. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Das Ende ohne Maul. Würde ich jetzt mal sagen. Hübs beide. Ach, wie cool. Du. So, was haben wir hier Feines? Oh. Was ist denn das? Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Wenn das lediglich die Projektion ihres Unterbewusstseins ist. Oh. Der ist nun wirklich zu gar nichts nutze. Och, frag doch mal Harvey dazu. Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Juhu. Wozu? Passt perfekt. Die hat ja kaum was an. Ja, aber... Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Oh Mann. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört haben? Oh ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
geil. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Oh, da ist doch jemand eifersüchtig? Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Mann erdolchen und Hund essen? Nee. Nicht Nein, wirklich appetitlich. Ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich... Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Schön. Miss psychisch gestört September. Hobbys? Kochen, malen, tanzen. Puh, die ist so wenig psychisch gestört, wie Pamela Anderson Bademeisterin ist. Ach geil, ein wahres Wort. Die trägt nicht einmal Topflappen. Und die will psychisch gestört sein? Ha! Nein, ich möchte nicht, dass... Die will psychisch gestört sein. Ich brauche die Therapie dringender als Miss September. Ach, einfach herrlich. Captain Unbrauchbar, was hast du dazu zu sagen? In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Oh Mann, wie fällt einem nur sowas ein? Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Privaten Ärgernisses? Nein, ich möchte nicht, dass... Können wir die um die Nein. Gabel wickeln? Lili, oh... Guck mal, Harvey, ein Kalender. Hui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. Nein, ich möchte... Das macht zwar Nein, ich möchte nicht... Nein, ich möchte... Schade. Was ist mal hier? Leer. Mülleimer. Ich habe nur wichtige Sachen. Der würde mich nur behindern. Die ist, ist auf. Nee, anklickbar. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Wenn es doch nur so einfach wäre. Hallo? Können wir damit reden? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Prinzessin, was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich bin die neue Reinigungskraft. Ich bin der neue Wärter. Ich bin der neue Therapeut. Ich bin ein unmögliches Tentakelmäßen aus der Zwischendimension. Ich bin Edna. Ich bin die neue Warte, Reinigungskraft. Antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey. Woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen.
Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie bekomme ich die Kopie des Generalschlüssels? Wie bekomme ich eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Gold? Moment mal, also den Ofen, den haben wir. Das ist unten der Ding. Die Tonerde. Ah, stimmt, der Elmo? Nee, Almilio? Ja, unser Tunnelbuddler. Der hat doch was von der Lehmschicht gesagt. Langsam formt sich ein Plan. Wie komme ich denn an der Puzzle-Wettbewerb. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz. Und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ah, genau, Almilio. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du hier in der Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Mami? Auf deine Hilfe kann ich sehr gut verzichten. Irrtum. Ich muss weg. Friss die Freiheit. Das war ein Zeitgenosse. Hallali. Was soll man hier ansehen? Alarmknopf? Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh, stiller Alarm. Puh. Da haben wir ja heute einiges geschafft. Was sind das jetzt? 40 Minuten. Ein bisschen drüber. Nur dann beende ich mal kurz die Aufnahme und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und Nacht. Tüdelü.